Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Prophezeiung von Nostradamus für den Monat September erfahren. Hört, was Nostradamus sagt. Ohne Ende sind erhobene Körper wahrnehmbar. Entrücktheit durch Gedankenkräfte. Sie kommen benommen zu machen. Die Körper sind nur die Hülle, ihr Chef sind die Sinne. Sie verringern die heiligen Gebete. Doch was bringt uns nun dieser Monat? Und da muss man an den letzten Monat August anknüpfen. Denn in diesem Monat erleben wir ein Auf und Ab, wie im letzten Monat. Und deshalb müssen wir versuchen, den besten Tag zu finden. Das Beste kann jeweils anfangs des Monats und am Ende des Monats gelingen. Also planen wir besonders, um das Beste zu erreichen. Nostradamus hat in seiner Vorausschau niedergeschrieben, wie unvorstellbar es im kommenden Krieg zugehen wird. Das wird durch einen italienischen Diktator geschehen. Für alle wird es kaum unvorstellbar sein, was dieser Diktator für Erlasse diktiert. Doch von Nostradamus wird es genauso angekündigt, dass der Diktator mit dem künstlich gewählten Bart eine neue Religion gründen wird. Diese neue Religion lernt den neuen Anhängern, wie sie es schaffen, im Gebet in die Höhe zu schweben. Wie Nostradamus beschreibt, ist der mit dem schwarzen Krausbart ein unberechenbarer Mann, unter dem Italien heftig zu leiden hat. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Er wird Krieg gegen Frankreich führen, nachdem er die Araber zurückgeschlagen hat. Und er wird diesen Krieg gegen Frankreich gewinnen. Aber der Tyrann aus Siena wird nicht lange herrschen, denn die eigenen Landsleute werden ihn ermorden. Nostradamus fügt in seiner Prophezeiung hinzu, dass dieses Geschehen eigentlich mit Religion nichts zu tun hat. Vor allem aber nicht mit der Frömmigkeit, die dadurch verloren geht. Liebe Freunde, bleibt in diesem Monat gelassen und friedlich. Und lasst euch von keiner Seite aus provozieren. Und damit müsste doch recht viel zu erreichen sein. In diesem Sinne und in christlicher Liebe, eure Deria.